Meine Toads und willkommen zum heutigen Video. Wir spielen Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Moin moin Leute. Ja, ich zeige euch in diesem Video meine Stadt in Animal Crossing New Leaf. Moin Melinda, hallo. Moin. Ja, meine Stadt heißt Zirndorf. Das ist eine kleinere Stadt in Bayern. Und in Zirndorf ist der Playmobil Park, wie so ein Lego Park in Dänemark, kennt ihr vielleicht. Und ja, ich fand das damals so krass, deswegen habe ich die Stadt damals Zirndorf genannt, im Jahre 2013. Das ist schon ewig her und ja, ich habe einiges in diesem Spiel geschafft und das möchte ich euch in diesem Video ein bisschen zeigen. Ich habe mega viel und ja, viel gesuchtet damals das Spiel, deswegen los geht's. Los geht's natürlich bei der Haustür. Hallo, Peter, moin. Ein Brief von Nintendo. Nee, ich habe leider hier gar keinen Platz. Mein Briefkasten explodiert, wie man sieht. Mein Royal-Briefkasten, ja Mann. Luxus muss sein. Ja, Leute, gucken wir uns erstmal meinen Charakter an. Ich bin ein Toad, moin. Mit einem, ja, ganz netten Anzug, Kleidung, ja, ist ganz schick. Und einer goldenen Gießkanne für den guten Flex natürlich. Ich habe auch eine goldene Schaufel, ja. Und, ja, anscheinend sonst nichts, oder? Oh, ein paar Blumen und ein bisschen Geld, ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Haus, ne? Ja. Ich weiß selber gar nicht mehr, wie es hier aussieht. Oh, schick. Mario-Fan war der Pius schon immer. Hier der Eiffelturm von London, das Ding. Ein Kratzbaum für Polly, meine Katze. 7 ist auch am Start, meine Lieblingszahl. Ja. Der Flex mal wieder, ein Pokal, ein paar Holzmöbel, ja, was ist das hier? Kann ich da was machen? Keine Ahnung, was das ist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in das hintere Zimmer, mal gucken, was das für ein Raum ist. Okay, direkt das Klo, das Badezimmer, ja, sehr schön. Eine Badewanne, irgendwas Flex-mäßiges wieder, keine Ahnung, was das ist. Das ist so eine, ja, was ist denn das, ey? Keine Ahnung. Noch eine Badewanne. Na gut, eher so ein Pool, ne? 2 Waschbecken anscheinend. Nee. Waschbecken und ein Klo. Ja, sehr schön. So, ich geh erstmal auf Klo, Leute. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mal ganz kurz hier einen Cut, ne? Werbung. Du willst ein krasser Toad sein? Dann werde jetzt Kanalmitglied. So, der Klogang war sehr schön. Es war sehr angenehm. So, machen wir weiter hier. Gehen wir erstmal duschen. Kann ich da rein? Nö. Okay, dann halt nicht. Eine Musikanlage und ein Wäschetrockner, Waschmaschine. Irgendwie sowas. Ja. Ganz netter Raum, muss ich sagen. Gut, ich muss sagen, die Tapete passt jetzt nicht so wirklich, aber. Und der Boden eigentlich auch nicht, aber okay. Machen wir weiter. Gehen wir in den nächsten Raum. Was erwartet uns links? Oh, das Wohnzimmer. Ui. 2x ein Sofa. Sehr schön. Ein Kamin, ja, Gönnung. Und wieder ein paar Goldpokale. Ehre, was ist das hier? Ach, irgendeine Auszeichnung, ne? Ne, da ja, sind wir, haben wir einen Schrank hier offen. Ja, mein Schrank ist auch dezent voll. Ja, so minimal, ne? Oh, und hier sind ein paar Bilder von Bewohnern. Und rechts ist meine liebe Eleonore. Oh, ist sie nicht toll, Leute? Eleonore, ich liebe dich. Leute, das Traurige an Eleonore ist, sie ist leider irgendwann umgezogen. Sie ist nicht mehr in meiner Stadt, Leute. Oh Mann, oh. Aber ich habe eine Custom-Amiibo von ihr und deswegen können wir sie jederzeit wieder einladen. Zumindest beim Campingplatz irgendwie. Ja, ein paar Bilder von meinen Bewohnern. Zumindest ein paar. Ja, ein süßer Teddybär. Das Refit-Board ist am Start. Und ein Fernseher. Machen wir mal RTL an. Ah, da läuft Fußball. Nee, kein Fußball. Hör mal aus, hier wieder die Glotze, ey. Mann, ey, kein Fußball. So, Tee-Ding. Ja, sehr angenehm auf jeden Fall. Und ein Sparschweinchen. Hallo, moin. Ja, allgemein, Wohnzimmer finde ich schon ganz schön, muss ich sagen. Gefällt mir schon ganz gut. Obwohl, mir fällt gerade auf, was habe ich denn hier für eine hässliche Tapete wieder drin? Also, Pius. Dein Tapetengeschmack gefällt mir jetzt nicht so wirklich, aber sonst ist es hier schon ganz schön, oder? Ja, gehen wir mal in den rechten Raum. Oh ja, rechts ist die Küche, Leute. Ja, hier ist ein Tisch mit einem Kuchen und ein Herz, ein Schokoladenherz, ja Ehre. Ja, ein Kühlschrank, Herd,
eine große Spüle. Und da oben ist einfach ein Hängeregal. Da kommt zwar kein Mensch jemals ran, aber okay, ja gut, wenn man über den Tisch geht, ne, dann sollte es gehen, aber sonst eher weniger. Ja, Musik ist auch wieder am Start hier. Sogar ein bisschen Natur, ja Mann, und ein Laptop. Yay. So, gehen wir jetzt mal zum Dachboden. Ich meine, da ist mein Bett. So, jetzt auf dem Dachboden, ja, der Schlafplatz von mir. Was ist das denn? Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall Flexer Nummer 1 mit meinem Gold-Kleiderschrank. Ja, holy shit, Junge, was ist das denn hier, ey? Ja, Ehre, Pius. Schon immer am Flexen gewesen mit seinen Goldsachen. Man kennt ihn. Und ein Bild vom Osterhasen, ja, sehr schön. Und ein Klavier. Ich kann zwar absolut nicht Musik spielen, aber okay. Wap, da, da, di, da, 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 da. Ja, wunderbar. Gut, gehen wir mal in den Keller. Und der Keller ist eine reine Müllhalde. Ja, sehr schön. Mit einem PC. Ja, Leute, hier schneide ich immer meine Videos. Das ist mein Arbeitsplatz. Ja, jetzt habe ich den ein bisschen geleakt, ne? Es tut mir leid. Das ist mein Arbeitsplatz. Daneben Mülleimer. Und, ja, irgendeine Schaufensterfigur oder so. Oh, ein Bild. Und einfach mal Kirschen. Ja, man kennt ihn. Ja, gut. Im Haus sind wir fertig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ein wenig mal meine Stadt an. Los geht's. Machen wir mal eine Stadtrundfahrt zu Fuß. So, wir gehen ein bisschen lang und dann kommen wir auch schon zum zentralen Platz der Stadtbaum. Ah. Gut, es ist jetzt Winter, deswegen sind da keine Blätter, aber das ist der maximale Stadtbaum. Größer geht's nicht. Und ja, das ist hier der Stadtplatz. Ich habe ihn eigentlich ganz schön designt, muss ich sagen, mit den ganzen 1A-Früchten hier. Die Goldfrüchten, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Apropos gönnen, natürlich dürfen auch keine Goldrosen fehlen, ist ja ganz klar. Die sind natürlich auch Pflichten, ist ja ganz klar. Und ja, Wege gibt es natürlich auch bei mir in der Stadt hier. Und hier so eine Grünfläche, an ist da ja der Steinboden, aber ich wollte ein bisschen Natur, ne? Da, darum alles Büsche und natürlich auch noch weitere Pflanzen und was für die Kinder zum Spielen, yay! Ja, für alle ist hier was dabei. Blumen, für Kinder, das Ding hier. Und für alle Kaffeetrinker, ein Kaffee. Das ist doch ein netter Zentralplatz, oder Leute? Ja, hinten gibt es noch die Polizei, wenn es wieder Stress gibt. Dann kommt die Polizei Hamburg und dann ist auch wieder Ende hier. Ja, hier ist das Rathaus. Mit unserer Flagge. Ja, ich glaube, die hat gefühlt jeder, oder? Da war ich nicht so kreativ. Oh, eine Blumenuhr. Okay, ja, geil. Ein Springbrunnen. Hier ist der Bahnhof. Ja. Und hier hat ein Pius probiert, irgendwie ein Logo zu designen. Es ist einfach nur wunderschön, oder Leute? So ein schönes Stadtlogo, genauso wie dieser Baum hier. Auch sehr wunderschön, oder Leute? Gehen wir mal weiter zu meinem Haus, glaube ich, zurück. Ja, hier kommt man zwar nicht durch, aber hier ein bisschen so bisschen vorbeigehen und dann kommen wir hier hin und hier ist auch was ganz Geiles und zwar diese Luigi-Pop-Ding da, wo man sich vorstellen kann, dann ein schönes Bild machen kann, wenn man sich richtig hinstellt. So, wunderschönes Bild, ja Mann. So, ja, hier so ein Stein oder so. Dich kenne ich gar nicht, seit wann bist du denn hier, ey? Dann gießt man meine Blumen, sehr gut. Bist mein Gärtner anscheinend, machst du gut. Ja, hier geht's weiter. Und hier sind einfach weitere Blumen und ein paar Bewohner. Oh, liegen mit Schnee drauf. Wenn wir uns da jetzt draufsetzen, dann haben wir einen ganzen nassen Po. Das machen wir nicht. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter über die Brücke. Da ist sie, wunderbar. Ich muss mich meiner eigenen Stadt einfach wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich war hier länger nicht mehr. So. Oh, was ist das hier? Ah, der Campingplatz. Okay. Und hier ist weitere Blumenanlagen. Und das ist eine internationale Gartenausstellung, ja. So soll es aussehen mit verschiedenen Blumen, die man sich angucken kann als Tourist. Oh mein Gott, sind die schön. Und die hier. Oh, Tulpen, glaube ich, sind das, oder? Keine Ahnung. Ja, die IGS, internationale Gartenausstellung 2014. Ja, Mann, das ist ja auf jeden Fall am Start gewesen. Wir sind hier sehr international in Zirndorf. Ja, hier. Ja, weitere Bewohner. Hier geht's zum Strand. Und hier hinten ist noch ein kleiner Spielplatz. Ja, nochmal so ein Ding. Und ein Windrad, weil wir sind ja sehr klimafreundlich hier in Zirndorf, ne? Da darf natürlich auch ein Windrad nicht fehlen. Und Leute, jetzt kommen wir noch zu einer richtig nice Sache. Und zwar habe ich damals einen Elektroladen gebaut. Und zwar Medimax. Der war in Hamburg und anderen Städten ist der bis heute noch vertreten.
ist ein bisschen kleiner als Saturn und Mediamarkt und ja, verkauft verschiedene Elektrosachen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, das ist ja mein eigener Elektroladen, Leute. Hier kann man sich einen Fernseher kaufen, wo überall Fußball läuft. Erstmal ausmachen hier die ganze Scheiße, ey. Fußball will ich nicht sehen hier. Ja, ein paar Einkaufswagen. Kann man leider nicht benutzen. Schade. Mano. Eine Kasse. Ein PC zum Kaufen. Sehr schön. Ja, geht's noch weiter irgendwo? Ah, nach oben. Sehr schön. Und hier oben ist einfach gar nichts. Alles klar. Anscheinend gab es hier Animal Crossing New Horizons. Wurde alles aufgekauft. Deswegen ist hier gar nichts mehr. Ja, dann gehen wir halt wieder runter. Das ist ja sehr toll da oben. Toller Dachboden auf jeden Fall. Das ist mein Minimax. Mach mal hier Fernseher aus, ey. So. Gehen wir wieder raus. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir noch zur Fundgrube. Ich hoffe, die gibt es in Animal Crossing New Horizons auch. Ist ja eigentlich eine ganz nice Sache. Und ja, hier rechts ist der Campingplatz, der per Update dazu kam. Und hier oben können wir jetzt noch langsam zur Einkaufsmeile gehen. Ich würde sagen, da gehen wir noch ein bisschen hin. Leute, für den maximalen Flex hier der maximale Laden von Nepp und Schlepp und Nook, glaube ich, auch noch. Ja, Mann. Ist ja nicht schön. Daneben eine Schneiderei, oben Friseur, Schuhladen, Museum von Eugen, ja. Auf der anderen Seite die Poststelle, der Nookladen, die Disco, Schlummerhaus und tatsächlich habe ich bis heute gar nicht diese Wahrsagerin freigeschaltet, keine Ahnung. Da hatte ich wohl damals keine Lust drauf. Und ja, Leute, das war im Grunde meine ganze Stadt. Ich hoffe, euch hat die Stadt gefallen und ja, das war's auch schon mit dem heutigen Video zu Animal Crossing New Leaf. Demnächst gibt's dann einige Streams dazu und dann werde ich eure Städte ein bisschen besuchen. Bis dahin, schönen Tag euch und ja, lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Toads. Und wir entspannen jetzt an diesem wunderschönen Sonntag bei unserem Stadtbaum. Einwohner Medimax, ja Mann. Guido, ich liebe dich. Leider ist Eleonore weg. Ich vermisse dich so sehr, Eleonore. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.